Hi, heute sind wir mal wieder im Sportjagd-Zubehör in unserem Laden für scharfe Waffen und Munition. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Das ist die Heckler & Koch SFP9 Optical Ready. Das ist eine halbautomatische Pistole im Kaliber 9 mm. Das ist sowohl für Sportschützen als auch für Jäger gedacht. Die Waffe kommt in einem Polymerkoffer, wie ihr seht. Hier ist einmal eine Bedienungsanleitung. Ihr habt zwei Ersatzmagazine, einige Griffrücken und ein paar, ja, Ersatzgriffe. Oh, schaut mal. Es handelt sich hierbei um eine Walther Q5 Match SF. Das ist nicht die Waffe, die ich euch zeigen wollte. Moment. So. Sondern es geht um die Waffe. Die Heckler und Koch. Waffen oder die SFP9-Serie ist bekannt für die ganzen Polymergriffstücke. Was ich auch sagen muss, bei der Software-Version und auch bei der scharfen Version ist das Griffstück wirklich sehr ergonomisch und passt in der Regel in jede Hand. Egal, ob das jetzt eine weibliche Person ist oder eine männliche, die sind immer sehr gut. Der Schlitten hier ist skelettiert auf beiden Seiten und auch oben und unten. Das ist eigentlich in der Optik nicht typisch für Heckler und Koch. Das sieht wirklich der Walther Q5 Match ähnlich, meiner Meinung nach. Hiermit den Jet Funnel hat die Q5 Match auch normalerweise, oder es gibt welche, die den Jet Funnel haben. Das haben die hier bei der auch sehr gut gemacht. Das ist wirklich eine Sportpistole, kann aber auch jagdlich benutzt werden. Hier hat Heckler und Koch endlich einen Sportabzug, hat um die 15 bis 19 Newton. Magazine sind drei Stück. Das eine Magazin gehört immer zur Waffe und ihr habt zwei weitere Magazine. Das Magazin bekommt ihr raus, indem ihr diesen Hebel hier einfach runterdrückt. Ist beidhändig bedienbar. Ihr seht also nicht die ganze Fläche, wirklich nur seitlich. Kann man als Rechts- und Linkshänder bedienen. Der Hülsenauswurf ist auf der rechten Seite, das ist üblich. Und hier seht ihr die Fräsung für die Optik. Deswegen auch OR, Optical Ready. Das ist eine Abkürzung. Dann könnt ihr hier ein Red Dot, also ein Leuchtpunktvisier, montieren und könnt mit einem Leuchtpunktvisier schießen. Ist nicht nur was für die älteren Herrschaften. Das ist natürlich irgendwann auch gut, wenn die Augen nicht mehr so mitspielen, wie man sich das wünscht. Aber auch beim dynamischen und schnellen Schießen sind die Optiken hilfreich. Was hat denn Heckler und Koch hier noch gemacht? Ihr habt ganz normal weiterhin hier unten die Picatinny-Schiene. Ihr habt hier am Laufende, ein O-Ring, das sorgt dafür, dass der Lauf ein bisschen stabiler ist. Wir haben hier nochmal so eine kleine Sperre oder eine Blockade. Hier kann man den Schlitten gut greifen und dann nach hinten ziehen. Jetzt bleibt der Schlitten hinten. Warum? Das kennen wir ja, wenn das Magazin leer ist, sprich, wenn da keine Munition ist, bleibt der Schlitten automatisch hinten, damit wir sehen, hey, Waffe ist leer. Wenn das Magazin voll wäre, würde was passieren? Falsch. Wartet, ich zeige es euch mal. Das hier ist 9 mm. 9 x 19. Das Munitionsvideo müssen wir jetzt machen. Ist mir bewusst. Ja, kommt noch. Ich hoffe, im Sommer. Wir laden jetzt erstmal die Waffe. Das Magazin ist geladen mit einem Schuss. Jetzt bleibt der Schlitten hinten. Wir können jetzt auf diesen Schlittenfanghebel drücken. Jetzt wäre die Waffe geladen. Wir könnten jetzt schießen. Wir wollen es aber nicht. Wir haben aber noch ein Problem. Was passiert, wenn wir gar nicht schießen möchten mit der Waffe und die Waffe sichern wollen? Es geht nicht. Ist zwar eine Sportwaffe, ja, aber bei den Waffen handelt es sich immer um Dienstwaffen. Und die Dienstpistolen haben alle keine Sicherung. Ja, ist halt so. Wir schauen uns erstmal die Bedienungsanleitung an. Das ist eine deutsche Bedienungsanleitung. Hier auf dem Bild seht ihr auch die SFP9 Optical Ready Match mit einem Leuchtpunktvisier. Das sind eigentlich uninteressante Seiten. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Bla bla bla. Beim Schießen solltet ihr immer eine Brille haben. Das ist aber wirklich wichtig. Ein Gehörschutz würde ich auch empfehlen. Schaut mal, was ich hier schön finde. Die Bilder sind wirklich gut gemacht. Von Heckler & Koch. Genau. Also, hier könnt ihr
alles nochmal nachlesen, was genau was ist und wofür steht. Hier legen wir auch sofort die Waffe dazu. Das hier ist unser Jet Funnel. Steht auch hier irgendwo mit drauf. Da. Jet Funnel ist Nummer 7. Unsere Nummer 8, das ist das Magazin, was wir auch entnehmen können. Dann haben wir hier noch ein, das hier ist der Zubringer und das hier sind unsere Magazinlippen. Das ist hier 13 und 14. Die stehen natürlich hier. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt nicht alles durchgehen. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben euch ja im Koffer schon gezeigt, dass ihr noch hier Ersatzgriffrücken habt. Die könnt ihr hier draufsetzen, falls euch das Griffstück hier nicht gefällt. Wenn ihr es etwas dicker haben möchtet oder schmaler haben möchtet, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wenn wir genau sein möchten, sogar in zwei Ausführungen. Also ihr habt zwei Ersatzgriffrücken. Und ihr habt hier auch noch zwei weitere Griffschalen. Die könnt ihr hier, ups, das war die falsche Seite, die könnt ihr hier einsetzen. Ihr habt jeweils zwei Sätze davon. Eins ist schon mit dran montiert und zwei sind im Koffer. Wozu haben wir einen Jet Funnel? Das zeigen wir euch gleich. Jetzt gehen wir weiter. Schaut mal. Da ist, würde ich jetzt behaupten, Heckler & Koch der einzige Hersteller, der das macht, der die Waffe auch von der anderen Seite zeigt. Hier haben wir die ganzen technischen Daten. Kaliber 9x19, das haben wir ja schon gesagt. Funktionsprinzip, Rückstoßlader, das kommt alles noch, das werden wir später machen. Was mit Verschlusssystemen, sagen wir euch erstmal nicht, kommt später. Single Action, da handelt es sich um den Abzug. Also Double Action ist, wenn der Abzug zwei Aktionen hat. Wir haben es nicht. Ich zeige euch erstmal, was eine Aktion ist. Der Hahn ist gespannt. Der Abzug entspannt den Hahn. Jetzt wäre Double Action, wenn der Abzug beim Betätigen oder beim Ziehen den Hahn spannt und auch abschlägt. Das wären dann zwei Action, also zwei Aktionen. Die Waffe hat aber leider nur Single Action. Deswegen muss sie vorher einmal repetiert werden. Und dann könnt ihr schießen. So, Abzug haben wir. Wir haben eine Magazinkapazität von 20 Schuss. Das Magazin und auch die zwei weiteren Magazine haben eine Kapazität von 20 Schuss. Hier steht sogar unser Abzugsweg, 6 mm und 3 mm Reset. Wir nehmen erstmal das Magazin raus beim Abzug. Jetzt ist erstmal der Hahn gespannt. Wir können den Abzug betätigen. Dafür benötigen wir eine gewisse Kraft. Das sind dann halt die Newtonmeter. Wir drücken. Ihr habt gesehen, wir haben hier einen Vorweg. Und das ist dann unser Abzugsweg. Wenn wir jetzt geschossen hätten mit einer scharfen Munition, dann wird der Schlitten automatisch repetieren und wieder nach vorne kommen und die nächste Munition in den Lauf befördern. Jetzt haben wir ein Reset, also der Abzug, der ist ja noch gedrückt. Oder den halten wir noch. Wir gehen 3 mm oder wir gehen nach vorne, damit der Abzug sich resettet. Und dann können wir den Abzug wieder betätigen. Also wir müssen den Abzug nicht komplett loslassen. Das ist halt der Reset. Rohrprofil, bla bla bla. Okay. Geschossenergie, 490 Joule. Tja, ist ein bisschen mehr als bei den freien Waffen mit 7,5 Joule. Hier seht ihr die Waffe im zerlegten Zustand. Ja. Und so geht es auch weiter. Den Rest überspringen wir einmal. Jetwanne, das ist er. Warum benutzt man das? Nehmen wir mal, wir sind jetzt auf einem IPSC-Match, wir sind Sportschütze. Wir haben hier unser Holster für die Waffe. Hier haben wir nur zwei, drei Magazintaschen. Wir gehen davon aus, dass das Magazin hier ist. Wir haben geschossen, geschossen, geschossen. Wir wollen schnell einen Magazinwechsel durchführen. Drücken den Hebel einfach runter und nehmen das Magazin und stecken es rein. Wir müssen nicht genau gucken, wie wir das Magazin reinstecken. Wir können es wirklich einfach nur reinbringen. Durch den Jet Funnel wird es etwas erleichtert. Das Magazin ist ja ein bisschen gebogen. Und ihr müsst nicht unbedingt darauf achten, ob es da reinkommt oder nicht. Also ihr könnt schon etwas schnell agieren.
Das ist halt der Vorteil bei einem Jetwaffe. Also die Waffe hat eine Lauflänge. Es geht dabei hier drum, nicht die Gesamtlänge. Eine Lauflänge von 5,5 Zoll. Die Waffe liegt um die 1230 Euro herum. Das war's zu dieser Waffe. Mehr haben wir erstmal nicht. Für die Waffen gibt es verschiedene Arten von Holstern. Ihr könnt Schulterholster, ihr könnt solche Pedalholster als Gürtelholster nehmen oder auch etwas hochwertigere Holster, wie zum Beispiel von Ghost oder von Double Alpha. Da werden wir aber mal ein separates Video zu machen. Kommen wir später zu. Das war's zu dieser Waffe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einfach einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und